Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Ubi Tested. Ich habe euch heute einen brandaktuellen kompakten Kombi mitgebracht, und zwar den nagelneuen Ford Focus Turnier. Hier in der absoluten Top-Variante als Vignale. Und was der kann, das zeige ich euch heute. Viel Spaß! Schauen wir uns zunächst mal das Exterieur vom neuen Ford Focus an. Hier als Vignale Edition erkennbar an dem sehr breiten Chromkühlergrill und der Chromspange, die sich dann unten am Stoßfänger noch entlang zieht. Hier auch mit Voll-LED-Scheinwerfern, die wir hier verbaut haben. Wie wir sehen, sie bieten ebenfalls ein besonders markantes Tagfahrlicht mit dem Winkel. Der schließt sogar sehr, sehr schön hier mit der Chromspange ab. Also das bildet ein sehr schönes, harmonisches Gesamtbild, was wir hier haben. Schauen wir uns die Seitenlinie vom neuen Ford Focus Turnier an. Also er ist natürlich in allen Dimensionen gewachsen, bis auf einer. Denn er ist jetzt tatsächlich flacher. Und das sieht man ihm auf alle Fälle jetzt schon mal an, dass er von der Dachlinie etwas nach unten gekommen ist. Natürlich, Länge, Breite und Radstand sind merklich gewachsen, wovon auf alle Fälle auch die Fondpassagiere besonders profitieren und auch das Gepäckabteil. Wir sehen jetzt hier hinten vor allem beim Vignale ein sehr, sehr schlichtes Heck. Die typischen Rückleuchten, die wir jetzt schon vom Hatchback kennen, sind 1:1 hier übernommen worden. Wir haben allerdings jetzt etwas breitere Auspuffendblenden. Die gehören ebenfalls hier zum Vignale-Modell. Aber wenn wir uns das Ganze mal ein wenig genauer anschauen, dann sehen wir, dass da unten nichts drinnen ist, links. Und rechts sich ein kleines Endröhrchen lediglich befindet. Das heißt also, wir faken hier auch ein bisschen was. Natürlich ist hier hinten der Vignale-Schriftzug präsent, denn die Vignale Ausstattungsvariante ist die höchste Ausstattungslinie, die wir hier für den neuen Ford Focus bekommen können, und in der findet sich aller möglicher erdenklicher Schnickschnack und vor allem viel Luxus und sehr feine Verarbeitung. Ja, schauen wir uns noch einmal den Kofferraum vom Ford Focus Turnier an. Was als erstes auffällt, Ladekante nicht geschützt, wie immer. Da wäre es schön, wenn man da doch noch einen Ladekantenschutz installieren würde. Erster Punkt, der mir auffällt, haben wir hier eine etwas hakelige Verbindung. Die hängt hier ein bisschen. Dann geht das Rollo zurück. Das hat man dann auch nach kurzer Zeit draußen. Die Lehnenentriegelung, übrigens, die Lehnen fallen im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Die haben wir hier links und, also links und rechts haben wir die Lehnenentriegelung. Wir haben hier unten noch einen doppelten Ladeboden, der auch noch ein bisschen was macht. Fast eben geht es hier hinein. Auch die Ladefläche maximal ist tatsächlich fast eben, wenn man die Rücklehnen umlegt. Aber bevor wir jetzt wieder mit Litern anfangen, hier ist das Maßband und damit fangen wir jetzt an. Was haben wir an Innenbreite? So, das sind
115 cm, das heißt also, wir haben 1,15 Meter Ladebreite. Dann kommt noch die Ladehöhe, die wir hier haben. Tack. Was haben wir hier? Da haben wir 72 cm. Und wie weit haben wir es bis zur Lehne vor? Das sind genau 1,01 Meter. Und wenn wir tatsächlich lange Gegenstände einladen, das schauen wir uns jetzt noch kurz an. Und bis zum Fondsitz, wenn man den tatsächlich in eine normale Position bringt, haben wir 1,80 Meter Ladelänge. Da wird sicherlich noch ein bisschen was gehen, wenn man den Rückensitz, den Vordersitz tatsächlich noch weiter nach vorne fährt. Also 1,90 Meter kriegen wir da bestimmt unter. So, die erste Sitzprobe im neuen Ford Focus Turnier. Wir schauen einmal. So, ich habe den Sitz auf meine Größe eingestellt mit 1,78. Wie jeder weiß, habe ich etwas ausladendere Abmaße und schiebe den Sitz dann durchaus vielleicht noch den einen oder anderen Zentimeter weiter nach hinten als andere. Nichtsdestotrotz, wie wir sehen, ich habe genügend Sitzabstand oder zum Knieabstand zum Vordersitz. Die sind auch sehr, sehr schön ausgeformt. Selbst mit dem Glaspanoramadach bekomme ich meine Faust hier oben zwischen Kopf und Dachhimmel, also auch das wirklich sehr viel Platz. Die Füße passen perfekt unter den Vordersitz. Man fühlt sich hier echt richtig, richtig wohl. Das muss man auf alle Fälle sagen und das passt auch alles hier sehr, sehr schön. Wir haben eine 12-Volt-Buchse lediglich in der Mittelkonsole. Wir haben leider keine USB-Anschlüsse hier hinten. Wir haben auch kein Austrittsgebläse. Also da würde ich mir durchaus etwas mehr wünschen, zumal doch der Fond nicht zu vernachlässigen ist, vor allem beim Kindertransport. Zum Kindertransport habe ich jetzt einmal den Maxi-Cosi Milofix, was bekanntermaßen mein Kindersitz ist für die Zwillinge, hier installiert. Der passt auch als Reboarder perfekt hinter meinen Vordersitz. Selbst wenn er auf meine Größe eingestellt ist, fühlt man sich da auf alle Fälle sehr, sehr wohl. Es ist auch noch genügend Abstand zur Lehne. Also die Installation auch sehr, sehr gut. Wir kommen durch die großen Türausschnitte sehr gut rein und raus mit dem Kindersitz. Also auch hier gibt es nichts zu bemängeln. Und jetzt schauen wir uns an, wie es vorne ausschaut. So, dann geht's nach vorne. Ja, Platz nehmen wir hier hinter einem wunderschönen, weich aufgepolsterten Lederlenkrad. Die Vignale-Ausstattung, wie gesagt, haben wir hier verbaut. Deswegen haben wir hier auch sehr, sehr schöne Ledersitze mit Kontrastnähten. Sehr schön verarbeitet, fühlen sich gut an. Wir haben hier eine elektrische Sitzverstellung. Die lässt sich auch perfekt bedienen. Da gibt es auch keinerlei Rätsel auf. Wir sitzen hervorragend in diesem Ergonomiesitz, den man sogar ordern kann, nun ab Werk. Das fühlt sich alles sehr, sehr schön an. Auch das Lederlenkrad ist natürlich in Höhe und Tiefe genügend weit einstellbar, sodass wir uns tatsächlich hier immer stets die richtige Position hinter dem Lenkrad suchen können. Auch vorne ist der Platz ausreichend. Auch hier haben wir wieder diese Faustbreite zum Dachhimmel. Na klar, wer größer ist, der müsste erstens den Sitz weiter runter machen, was hier auf alle Fälle noch genügend Spielraum bietet. Dann habe ich hier tatsächlich ungefähr anderthalb Fäuste, die da unten nach oben passen. Wie gesagt, 1,78 bin ich groß. Und das Glaspanoramadach haben wir hier verbaut. Wer noch größer ist, der sollte auf alle Fälle auf das Glaspanoramadach mit Sicherheit verzichten. Wir sitzen jetzt hier im Innenraum vom neuen Ford Focus Turnier und wie schon im ersten Review zum Hatchback beschrieben, muss man sagen, Ford hat ja auf einem weißen Blatt Papier angefangen und man merkt, dass auch die Innenraumgestaltung diesmal komplett anders geworden ist. Wir haben das Ganze sehr, sehr flach gehalten, wir haben wirklich alles sehr übersichtlich. Es ist alles dort, wo man es auch vermutet. Sehr schön auch der 8 Zoll Touchbildschirm, der hier mittig angeordnet ist. Der gehört zum Sync 3 System. Er bietet hier durchaus viele Möglichkeiten. Wir haben hier diesen Homescreen, wo wir Direktwahltasten haben zu Radio, Telefon oder aber der Navigation. Hier unten haben wir dann die Direktzugriffe. Wir können auch Apple CarPlay oder Android Auto mit dem Fahrzeug perfekt verbinden.
Und alles funktioniert hier äußerst schnell und reibungslos. Das gefällt mir, das sieht sehr schön aus. Wir haben auch hier immer noch tatsächlich die Drehsteller für Lautstärke oder Verstellen der Tracks. Auch sehr schön hier das Klimabedienteil. Es gibt auch keinerlei Rätsel auf. Sehr schön vor allem, man hat hier noch das Männchen aufgemalt mit der Art der Luftverteilung. Die können wir uns hier auswählen. Wir haben hier eine beheizte Windschutzscheibe mit Heizdrähten. Optional. Wir haben hier die Lenkradheizung. Also alles, was sich um das Thema Klimatisierung handelt, ist hier perfekt untergebracht. Hier unten finden wir eine induktive Ladeschale. Da passt mein iPhone X perfekt hinein. Das ist gar kein Thema. Größere oder breitere Smartphones, naja, da wird es vielleicht ein bisschen eng. Ein iPhone 7 Plus geht gerade so hinein. Wir haben hier unten auch eine USB-Schnittstelle. Wir haben hier unten nochmal 12 Volt. Und wir haben hier auch nochmal eine kleine Ablagemöglichkeit, die nicht geladen werden kann. Das alles ist gummiert, macht auch einen wirklich guten Eindruck. Wir haben hier unten noch verstellbare Cupholder. Sehr, sehr schön. Wir haben eine elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion. Wir haben dann hier die ganzen Fahrersysteme zusammengefasst, die Start-Stopp-Automatik, die Traktionskontrolle, die Fahrmodi, das Head-Up-Display können wir hier konfigurieren. Wir haben hier den Parkassistenten und die Einparkhilfe. Das 6-Gang-Schaltgetriebe ist serienmäßig, optional eine 8-Stufen-Wandlerautomatik. Das Lenkrad vom Lenkranz ausreichend groß, nicht zu klein, genau richtig. Wir haben auch hier die Bedienung für den Tempomaten untergebracht und hier unten die Lautstärkenregulierung. Hier dann die Telefonbedienung und die Bordcomputerbedienung. Der Bordcomputer ist hier in diesem teildigitalisierten Kombi-Instrument vorzufinden. Wir haben analoge Instrumente für Drehzahlmesser, Tacho, Kühlwassertemperatur und Tankanzeige und hier in der Mitte ein ausreichend großes Farbdisplay mit guter Auflösung für den Bordcomputer, der zahlreiche Einstellmöglichkeiten und Anzeigemöglichkeiten bietet. Was die Verarbeitung angeht, hier sehr, sehr schön. Wir haben hier noch so eine Doppelnaht drüber bekommen mit den Kontrastnähten. Das muss man erst einmal auf sich wirken lassen, ob einem das gefällt. Denn diese Ziernähte hier, diese Kontrastnähte sind sehr präsent. Nichtsdestotrotz alles weiche Materialien, alles sauber verarbeitet, alles toll aufgebaut. Auch die Kunststoffe hier, die etwas aus Hartplastik sind, wie in der Türtafel, sind mittlerweile sehr, sehr schön. Wir haben hier die Türtafel, ist sehr aufgeschäumt. Wir haben belederte Pads hier. Wir haben eine verschiebbare Armauflage. Insgesamt auch hier ein beledertes Pad für das Ablegen vom Knie. Sehr, sehr schön. Mir gefällt es. Auch diese Holzleiste macht einen ordentlichen Eindruck, auch wenn sie aus Plastik ist. Ja, für meine erste Ausfahrt im neuen Ford Focus Turnier habe ich mir den 1,5 Liter EcoBlue Dieselmotor ausgesucht. Ein Vierzylinder mit 120 PS und 300 Newtonmetern Drehmoment. Ja, ist ein beliebter Vertreter-Kombi und auch ein beliebter Vertreter-Antrieb. 120 PS, emittiert wenig CO2 und hat auch niedrige Verbrauchswerte. Und das merkt man auch im Alltag. Der Wagen fährt sich wirklich sehr kultiviert. Er hat genügend Drehmoment zum Überholen. Auf der Autobahn, klar, ab 140, 150 geht ihm so ein bisschen die Puste aus. Ja, da wäre dann tatsächlich öfter in dem Geschwindigkeitsbereich unterwegs ist, der sollte auf jeden Fall zum 2 Liter EcoBlue Dieselmotor greifen. Wahlweise stehen natürlich auch noch 4 Benzinaggregate zur Verfügung, alle 3 Zylinder. Die Diesel sind 4 Zylinder. Ebenfalls komplett neu ist auch die komplette Fahrwerkabstimmung und Fahrwerksentwicklung, denn Ford hat hier keinen Stein auf dem anderen gelassen und hat auf einem weißen Blatt Papier mit der Entwicklung begonnen. Das merkt man aber auch, denn das Fahrzeug ist deutlich leichter geworden, langt auch leichtfüßiger ein in den Kurven. Bereich. Die Lenkung bietet ein sehr, sehr schönes Feedback, ist angenehm leichtgängig, aber auch genügend direkt. Und beim Fahrwerk merkt man auch, dass die Spreizung zwischen Komfort und sportlichen, dynamischen Straffheit gegeben ist. Und das hat Ford ja schon immer sehr, sehr gut gekonnt. Aber hier beim neuen Ford Focus Turnier ist das Ganze noch mal feiner abgestimmt worden. Ford hat natürlich auch genügend Assistenzsysteme hier dem neuen Ford Focus spendiert und davon gibt es reichlich. Wir haben ein adaptives LED-Licht, wir haben einen adaptiven Abstandsregeltempomaten, wir haben einen aktiven Spurhalteassistenten, wir haben einen Querverkehrswarner. Alle Systeme funktionieren auch wirklich sehr, sehr fein, soweit ich sie jetzt auf der kurzen Fahrt testen konnte.
Ja, schon ist das Fahren im neuen Ford Focus Turnier beendet. Ja, wir hatten nur einen kurzen Moment, um mit dem Wagen tatsächlich ein bisschen in Kontakt zu kommen. Der Erstkontakt gefällt mir richtig gut. Auch die Vignale-Ausstattung macht echt was her mit diesen feinen Leder, mit den schönen Kontrastnähten. Zudem wirklich eine richtig tolle Vollausstattung. Für rund 31.000, 32.000 Euro bekommt man hier ein echt richtig erwachsenes Auto, viele Assistenzsysteme, moderne Technik, tolles ausgewogenes Fahrwerk und auch der 1,5 Liter EcoBlue Diesel mit 120 PS macht eine richtig gute Figur. Für Langstreckenfahrer sei natürlich die 8-Gang-Automatik empfohlen und wahrscheinlich auch der leistungsstärkere Diesel mit dem 2-Liter-Aggregat. Der ist bekannt, der ist toll, da fehlt sich auch gar nichts. Verbrauchstechnisch stehe ich mal davon aus, wird er sich dem 1,5 Liter kaum nachstehen. Mir hat besonders gut gefallen der viele Platz im Fond. Der macht wirklich viel her. Auch der Kofferraum ist sehr, sehr schön, sehr breit. Und da geht auch ordentlich was rein, bestimmt. Ansonsten bleibt mir hier kaum noch was zu sagen, außer dass Ford tatsächlich, dadurch, dass sie auf dem weißen Blatt angefangen haben mit der neuen Ford Focus Generation, tatsächlich alles richtig gemacht haben. Der Wagen ist in jedem Punkt tatsächlich deutlich besser geworden. Ja, kleiner Kritikpunkt, den ich schon geäußert hatte, bitte installiert mir nochmal 2 USB-Anschlüsse, ansonsten wäre noch ein Lüftungsausgang für den Ford sehr praktisch, vor allem wenn man mit Kindern verreist, das ist nicht so verkehrt. Nee, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich jetzt freuen, wenn ihr noch dem ganzen Video ein Like gebt. Das Abo des Kanales kostet natürlich auch nichts und die Abo-Glocke, dann seid ihr als nächstes informiert, wenn das nächste Video da ist. Somit bedanke ich mich fürs Reinklicken und sage Tschüss und Servus aus Fürstenfeldbruck, euer Ubi.